So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir müssen ein Auto von hier nach ganz da hinten bringen. Aber ich habe es jetzt eben schon zwei, dreimal probiert, beim Durburger zu landen, da mir ein Auto zu holen. Das könnt ihr vergessen. Da landen einfach zu viele. Denn das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir das Ganze nur im Solo-Duo- oder Team-Modus machen können. Jetzt habe ich eine andere Idee. Ich hole mir ein Fass, ein Fass, wieso sage ich immer Fass, ein Kanister und hole mir das Auto hier unten. Beziehungsweise, ne, ich hole mir das normale Auto. Das hier ist mir eigentlich schon fast zu schnell, weil es springt zu viel. So, wie habe ich es jetzt vor? Achtung, passt auf und lernt. Ich hoffe nur, es funktioniert. Also eine Idee habe ich definitiv dahinter. Jetzt muss ich nur gucken, ist hier ein Kanister? Warum ist hier kein Kanister? Ah, ich hätte das Auto gern voll, weil nur voll getankt, ich weiß nicht, ob es reicht. Aber probieren wir es auf jeden Fall mal voll getankt. Denkt dran, wenn ich das Ganze mache, nicht, dass ich es gleich vergesse, wenn ich am Fahren bin. Ihr müsst hingehen und dann kurz aussteigen, wenn ihr dort seid. Aber ihr werdet es gleich. Oh, Radio, geht doch mal aus. Also, ich werde das Ganze ganz simpel machen. Erstmal hier markieren, dann hier rein. Ihr seht, was ich mache. Dann ganz schnell aussteigen, wieder einsteigen und Abfahrt. So, und dann fahre ich querfeldein. Einfach nur geradeaus fahren. Aber holt euch halt, wie gesagt, nicht den Lambo. Weil ich glaube, mit dem Lambo werden wir das Problem haben, dass wir einfach grundsätzlich zu schnell werden und der springt einfach zu viel. Ihr wisst ja schon selber, die Autos springen generell schon viel. Jetzt haben wir noch 1000 Meter. Ich hoffe, es funktioniert. Aber eigentlich, ihr dürft halt auch. Nee, ja, ganz ruhig. Ja. So, jetzt ist es nur noch ein Kilometer. Oh nein, ich habe einen Gegner im Wasser. Ich hoffe, er interessiert sich null für mich. So, zack. Ja, nicht umfallen. Nein, wir fahren ganz entspannt. So, mehr als die Hälfte vom Tank ist noch da. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich fahre rechts her an das Bayer. Weil das Bayer ist halt noch auch nochmal so ein Knackpunkt. Zack, dann sind es noch 700 Meter. Wir haben immer noch mehr als die Hälfte vom Tank. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich fahre außen rum. Wie gesagt, ihr dürft nicht aussteigen, ne? Ich glaube, ich fahre daher. Oh Gott, hoffentlich mache ich hier nicht den größten Fehler, gerade wegen dem Außenrumfahren. Aber wir haben immer noch mehr als die Hälfte vom Tank. Da. Bei dieser Aufgabe, die ist eigentlich echt nervig. Aber wenn das Ganze funktioniert, dann nehmt euch wirklich ein Auto von der Tankstelle, weil ich denke mal, das ist echt die einfachste Variante. Weil ein Auto in Durburger jetzt erstmal zu bekommen, hier die erste Woche, das wird, glaube ich, echt verdammt schwer werden. Ach Gott, das reicht ja locker von der Entfernung. Also 50% haben wir jetzt verbraucht. So, da hinten ist es schon. Ich sehe schon das Dach. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht weggesniped oder so. Eben beim ersten, beim, ne, warte, wie viel der Versuch war das? Dritter Versuch hat sich irgendein Dulli auf mein Dach hinten gesetzt. Und ihr seht, zack, Aufgabe geschafft. Ist also alles ganz easy. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. So könnt ihr das Ganze auch machen. Nicht direkt beim Dürrburger landen, sondern holt euch einfach das Auto von der Tankstelle und so könnt ihr es ganz einfach schaffen. Und in dem Sinne, gern Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut rein.